Aloha Seekräuter, willkommen zurück hier zur nächsten Ausgabe der Flaschenpost und diesmal wieder mit Informationen, die es in sich haben. Es gibt nämlich Änderungen im Supertest und unter anderem davon ist auch die Georgia betroffen. Wir gehen die jetzt gemeinsam mit euch komplett durch und danach gibt es noch ein kleines Event Starfall, worauf wir auch nochmal mit euch eingehen wollen. Also ganz kurz. Ja, eigentlich mal nicht, gar nicht mal ganz kurz. Das ist schon ein bisschen mehr, was wir hier zu berichten haben. Zur Georgia wollte ich die hier gerade auch noch im Hafen stehen habe und vor kurzem die Preview dazu gemacht habe. Da gibt es jetzt gehörige Änderungen. Vorher sollte das Schiff nämlich ein Langstreckenschiff werden und eher aus dem hinteren Bereich draufschießen können, präzise sein und solche ganzen Geschichten. Und im Laufe des Tests haben sie jetzt festgestellt, das funktioniert nicht so ganz und haben den Supertest oder ändern den Supertest jetzt demnächst. Ich muss dazu nochmal mein Work in Progress hier mit anmachen, damit wir auf jeden Fall verdeutlichen, dass das hier alles Work in Progress ist. Die Hauptgeschützreichweite soll sich verändern und zwar von 21 auf 20,04. Das heißt, das Schiff muss näher an den Feind ran. Dann gibt es eine ganz geile Änderung und zwar in diese Richtung wie bei der Massachusetts. Wir kriegen ein zweites Sekundärschiff möglicherweise ins Spiel. Also, dass wir richtig weit schießen können mit den Sekundärbewaffnungen. Wir haben hier 10x2, 127 mm drauf und da wird sich das wie folgt ändern, denn die Basisreichweite geht auf 7,5 hoch. Das heißt, ihr könnt, wenn ihr das Schiff komplett auf Sekundär ausrichtet, auf 11,3 Kilometer wirken. Dazu gibt es eine Veränderung, dass die Nachladezeit von 6 auf 4 Sekunden verringert wird. Also ihr habt so eine richtige Sekundärschleuder dann. Und das bei den Amerikanern. Dazu gibt es dann den Motorboost, der noch hinzugefügt wird, der dann 180 Sekunden aktiv sein könnte. Wie gesagt, Work in Progress. Und es wird dann 2 respektive 3 Ladungen davon geben. Außerdem besteht wohl die Möglichkeit, Motorboost-Modifikation 1 zu installieren. Das ist die Erweiterung, dass ihr quasi noch einen Ticken länger den Motorboost benutzen könnt. Außerdem wird die Reparaturmannschaft geändert. Die wird aber ein bisschen genervt. Nämlich im Moment hat man ja noch 0,66% der Gesamttrefferpunkte wiederhergestellt. Jetzt wird zur Standardreparaturmannschaft mit 0,5% der Gesamttrefferpunkte. Außerdem wird dann da die Ladezeit wiederum gebufft. Von 120 respektive 80 Sekunden auf 60 respektive 40 Sekunden. Also, ihr stellt nicht mehr so viel Trefferpunkte her, könnt aber schneller hintereinander die Reparaturmannschaft benutzen. Das Ding wird so ein richtiges Frontschwein, möglicherweise. Wie sich dann die Panzerung verändert, müssen wir nochmal sehen, denn die war das letzte Mal ja schon nicht so super. Also, im Vergleich zu anderen Schiffen kann sie ziemlich anfällig sein. Also, man muss die Georgia dann passend fahren. Wir haben hier 32 mm. Das heißt, wir haben aber den Vorteil, dass wir hier wegen Overmatch nur bei der Yamato Musashi uns so eine großen, also über die Großkalibergeschützen, da müssen wir uns Gedanken machen. Gut, das war's zur Georgia. Es gibt aber noch weitere Änderungen. Die habe ich natürlich jetzt nicht als 3D-Modell hier, aber darum bleiben wir einfach hier mal bei der Georgia so stehen. Fangen wir oben an. Die Kreml T10-Schiff wird verändert. Und zwar wird der Deck verändert und der Panzergürtel im hinteren Bereich, der wird nämlich auf 60 mm erhöht. Das Penetrationsvermögen der AP-Granaten bei der Kreml, die wird verringert. Und das ist eine sehr interessante Geschichte, denn die Schiffe sollen ja auf kurze und mittlere Distanz agieren, also Kreml und eben die Sowjetski Sojus. Das ist nämlich der T9-Schiff der Russen und die haben beide so ähnliche Veränderungen. Sie sollen halt näher an den Feind ran, also in vorderer Linie kämpfen können und auf Kurz- und Mitteldistanz gut penetrieren können, aber auf lange Distanz eben nicht. Ja, also auf lange Distanz soll der Schaden nicht so gut sein oder die Penetrationsleistung nicht so gut sein. Dadurch haben sie halt diese Sachen jetzt verändert und um dem Rechnung zu tragen, wird der Torpedoschutz verändert. Und zwar bei beiden Schiffen. Bei der Kreml von 29 auf 46% und bei der Sowjetski Sojus von 21 auf 35%. Außerdem wurde die Option der Feuerleitanlagenmodifikation 2 entfernt. Das heißt, diese 16% mehr Kampfreichweite. Damit soll man nochmal mehr darauf gefestigt werden, dieses Schiff auf mittlere und große Distanz zu benutzen, anstatt auf Langstrecke. Und die Überlebensfähigkeiten der verschiedenen Türme wurde verändert. Nämlich die haben jetzt individuell, ihr wisst ja, wie das funktioniert bei World of Warships, die alle Module haben ihre eigenen Trefferpunkte-Pool, ja, und die Hauptgeschütze haben jetzt statt 20.000 40.000
interne Punkte. Ja, also die seht ihr nicht. Die sind auch nicht in eurem Healthpool angezeigt, sondern die sind einfach so einfach vorhanden, sage ich jetzt einfach mal. Dann gibt es das sowjetische Schlachtschiff Vladivostok, Stufe 8. Auch da gibt es nochmal die Veränderung mit der AP-Granate, dass die Penetrationsleistung da herabgesetzt wird. Ja, wie gesagt, ich habe eben das schon komplett erzählt, warum sie das gemacht haben. Dann geht es nochmal um das Schlachtschiff Slava. Das hatten sie ja auch installiert, und um halt so ein bisschen ein anderes Gameplay zu generieren. Und da verändern sie jetzt Folgendes. Auch da wird die Deckspanzerung und der hintere Panzergürtel von 50 auf 32 mm, also nicht so doll wie bei der Kreml, sondern bei der Slava ist es eben noch schlimmer, nämlich auf 32 mm reduziert. Dafür wird das Sigma aber erhöht, von 1,7 auf 1,9. Das heißt, das wird eher so ein Schiff, was sehr präzise schießt, während die Kreml eben mit Sigma 1,7 nicht so von dem reinen Sigma-Wert so präzise ist. Dann wird die Feuerreichweite von 20,7 auf 24,7 erhöht. Also ihr merkt schon, ne, die Kreml ist doch relativ kurz mit der Feuerreichweite. Und die Slava, gleiche Schiff eigentlich, nur eine andere Charakteristik, wird eben verlängert auf 24,7. Dann wird die Anzahl der Reparaturmannschaft verändert, nämlich von standardmäßig 2,3, also 2 Standard, 3 Premium, auf 3,4, also bis zu 4 Premium-Möglichkeiten. Und auch eine interessante Neuigkeit, ihr wisst ja, die Schlachtschiffe bei den Sowjets haben ja begrenzte Schadensbegrenzungsteams, also nur 5 Aufladungen oder 4 Aufladungen. Ja, das heißt, ihr könnt das nicht unbegrenzt häufig wie bei anderen Nationen einsetzen. Bei der Slava wird jetzt die Version getestet, indem wieder die Standardreparatur, also nicht Reparatur, Schadensbegrenzungsteam, das Standardbegrenzungsteam wieder benutzt wird. Das heißt, ihr habt eine längere Cooldown-Phase, aber ihr könnt wieder unendlich häufig Brände löschen, Flutungen und so weiter eindämmen. Also, das wird interessant. Auch die Genauigkeitsparameter werden da nochmal verändert. Ja, und damit wollen sie einfach auch den Kontrast zwischen den beiden Schiffen nochmal stärken, das Profil der jeweiligen Schiffe stärken, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das ihnen damit gelingt. Zur Georgia hatte ich jetzt schon eine ganze Menge erzählt, denn jetzt kommt es noch zu einem anderen Schiff, die Indomitable. Die haben wir ja auch hier als Thema. Und die Indomitable, die ist sehr, sehr stark. Die hat die Besonderheit, dass eben keine Torpedobomber da dabei sind. Das ist dieser Premium-Träger der Briten, der jetzt noch im Test ist und noch nicht auf dem Live-Server verfügbar. Da wird aber halt, die hatten ganz spezielle Raketenflugzeuge, also Schlachtflugzeuge. Ich nenne die immer Raketenflugzeuge, weil die Raketen dabei haben. Und da geht es eben darum, dass die Ding einfach ein bisschen genervt werden muss. Die Dinger sind super schnell gewesen bei den Sachen, die man bis jetzt sehen konnte. Und die hatten super viele Raketen dabei, weil das eben vom T-10-Schiff auf das T-8-Schiff angewandt wurde. Und jetzt ist es eben so, dass hier die Ellipsen verändert werden. Nämlich die Ellipsen werden vergrößert, die innere und die äußere deutlich. Die innere um 24%, die äußere um 42%. Auch die Verteilung der Raketen wird von 75% im inneren Ellipsenbereich auf 50% gesenkt. Das heißt, 50% gehen in die innere Ellipse und die restlichen 50 in die äußere Ellipse rein. Das heißt also, dass die Zerstörer danach ein leichteres Leben haben werden. Das ist zumindest das Ziel, was sie mit dieser Änderung haben, weil das einfach viel zu stark war, der Flugzeugträger. Und dazu waren die Flugzeuge noch super, super schnell. Nächster Punkt ist dann die Yoshino. Ja, die Yoshino, das ist die größere Schwester der Azuma, nämlich das T-10-Schiff, was dann ja auch Torpedos haben soll und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt eine zweite Version von Torpedos, die hinzugefügt werden, nämlich Alpha Damage 21.000 Punkte knapp, ein bisschen drunter, 62 Knoten schnell, dafür aber 20 Kilometer statt 12 Kilometer Reichweite. Und dazu kommt Erkennbarkeit der Torpedos, 2,5 Kilometer. Also eine richtig hammer Geschichte. Da müsste man halt überlegen, ob es dann später Sinn macht, beim Kapitän entsprechend zu skillen, um die Reichweite nochmal zu reduzieren, aber dafür 5 Knoten schneller zu schwimmen oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall soll es da 2 verschiedene Versionen geben. Die werden jetzt getestet. Und das ist das, was wir vom Supertest für euch haben. Ich glaube, da gibt es extrem coole Änderungen. Für mich wird die Georgia definitiv ein Schiff werden, was ich definitiv in Betracht ziehe, sagen wir mal so. Also vorher war die Georgia so, naja, keine Ahnung. Aber wenn die so kommt, also macht das die für mich attraktiv, weil das so ein richtig
cooles Sekundärteil dann werden könnte. Auch mit dem Motorbus zusammen. Also eine ganz interessante Kombination und Zusammenstellung, wie ich persönlich finde. So, und jetzt gehen wir dann mal über zu dem Starfall-Wettbewerb. Also anderes Thema, letztes Thema auch gleichzeitig. Und zwar gibt es ein ähnliches Event wie das Sternflocken-Event oder Schneeflocken-Event zu Weihnachten. Das heißt hier eben Starfall oder Sternenfall, wie auch immer man das nennen möchte. Und ihr könnt große Signalflaggenpakete und Supercontainer gewinnen, wenn ihr da mitmacht. Ihr müsst hier auf den Teilnehmen-Button drücken und ihr müsst dann jedes Mal hier diese Sterne von euren Schiffen entfernen. Das heißt also quasi so, ihr könnt pro Tag daran teilnehmen, jedes Mal, wenn ihr gewinnt und mindestens 400 Basis-EP erfahrt in eurem Sieg, dann ist es so, dass ihr hier eben den Stern dann sammelt. Ja? Ihr könnt mitmachen mit Schiffen der Stufe 5 bis 10. Das läuft dann von Freitag, dem 19. April, bis Dienstag, den 23. April. Am Mittwoch gibt es die Gewinnerbekanntgabe und am Donnerstag werden euch die Preise gut geschrieben. Hier steht es, wie ihr machen müsst sozusagen. Die 100 besten Spieler aller, die während des Events mitgemacht haben, erhalten nochmal 2 Supercontainer zusätzlich. Das heißt, ihr könnt ganz normal mitmachen und wenn sobald ihr 10 bis 14 Punkte bekommen habt, bekommt ihr 5 Pakete gewöhnliche Signale. Wenn ihr 15 bis 19 mitgemacht habt, bekommt ihr 5 Pakete gewöhnliche Signale und dann nochmal ein Spezialpaket. Und hier seht ihr, ich brauche euch nicht alles vorlesen. Wenn ihr 30 oder mehr Sterne gesammelt habt über den ganzen Zeitraum, gibt es einen Supercontainer. Also ihr seht, ihr könnt hier richtig krass Pakete mitnehmen. Ne, 5, 10, 16, 23, 30 gewöhnliche Standardpakete. Spezialpakete sind es hier dann auch 7, 8 und ein Supercontainer. Und hier seht ihr, was da jedes Mal mit drin ist. Und hier gibt es dann auch nochmal die Details, wie man daran teilnehmen kann. Wichtig ist, mit jedem Schiff könnt ihr am Tag einmal teilnehmen. Ihr müsst einmal gewinnen und in diesem Sieg mindestens 400 Base XP gemacht haben. Koop ist nicht möglich. Ihr könnt nur Zufall, Clan, Szenario oder Weltraumgefechte nutzen, um das da eben zu erfüllen. Gut, dann möchte ich euch nochmal daran erinnern, gibt es natürlich immer noch den Zehnkampf, den ihr nutzen könnt, um weitere Punkte zu erfahren sozusagen, also an Bonuspunkten, an Aktionen, an Wettbewerb. Da hatten wir in der vergangenen Flaschenpost schon mal drüber berichtet, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein. Und dann gibt es noch Express Yourself, also an Eier angelehnt sozusagen, ne? Ihr müsst ein bisschen kreativ sein und da gibt es dann jede Menge Regeln dazu erzählt und da könnt ihr halt Premium-Schiff mitnehmen, je nachdem, wie ihr euch dann platziert. Und dann gibt es noch Zufallspreise an Lackierung. Das nur der Vollständigkeit halber. Ich sage auf jeden Fall jetzt mal herzlichen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, was ihr von diesen Schiffsänderungen haltet. Ich bin ja so ein bisschen gehypt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin echt super gespannt und würde mich einfach freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt. Also, für den Fall, dass ihr das Video gerade das erste Mal seht, würde ich mich sehr über ein Abo und eine Glocke freuen. Daumen nach oben natürlich. Konstruktive Feedback ist immer erbeten. Und natürlich Weiterempfehlungen. In dem Sinne, ich wünsche euch schöne Feiertage, schönes langes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video hier auf dem Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.